Es gibt einen eklatanten Unterschied zwischen den Kaiserschnittraten von Frauen, die die Geburt im Krankenhaus begonnen haben und denen, die im Geburtshaus begonnen haben. Deutschlandweit werden inzwischen 33% aller Geburten mit einem Kaiserschnitt beendet. Bei Frauen, die die Geburt im Geburtshaus begonnen haben, sind es hingegen nur 10%. Und das ist ein gutes Qualitätskriterium. Warum ist die Kaiserschnittrate bei Frauen, die die Geburt im Geburtshaus begonnen haben, so viel geringer als die Kaiserschnittrate von Frauen, die die Geburt im Krankenhaus begonnen haben? Darum geht es heute. Hallo und herzlich willkommen zum Geburtskanal. Ich bin Susanne, ich bin eine der Hebammen, die im Geburtshaus Edstein arbeiten. Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, empfiehlt eine maximale Kaiserschnittrate von 10 bis 15% für entwickelte Länder, wie wir es sind. Das heißt, mit den 33% sind wir deutschlandweit massiv über dem, was für vertretbar gehalten wird, aus medizinischen Indikationen heraus. Warum es so anders ist, wenn man einen anderen Geburtsort wählt, darum geht es heute. Erst einmal ist es so, dass im Geburtshaus keine Geburtseinleitungen stattfinden. Das heißt, wir warten ab, bis der Körper von Mutter und Kind in einem hormonellen gemeinsamen Zusammenspiel, das man immer noch nicht ganz durchschaut hat, beschließt, dass jetzt die Geburt losgehen soll. Wir haben also ein weitaus abwartenderes Management als in der Klinik. Und wann Einleitungen angebracht sind, darüber streitet sich die Fachwelt. Auch da gibt es häufig nicht die perfekte Leitlinie, die sagt, genau jetzt sollte man einleiten, dann überwiegt das Risiko des Nicht-Einleitens dem Risiko der Einleitung. Natürlich dürfen bei uns nur Frauen gebären, die ein gesundes Kind erwarten, wo man also auch nicht aus medizinischer Indikation jetzt einleiten muss. Aber ehrlich gesagt, das sind die allermeisten Frauen. Und wir warten eben ab, solange es Mutter und Kind gut geht. Wir begleiten, wir geben wehenanregende Tipps. Da könnt ihr euch auch nochmal die eingeblendeten Folgen hier dazu anschauen. Aber letztendlich sind das alles keine medizinischen Einleitungen im Sinne von hormoneller Stimulation. Das heißt, der Körper fängt dann an mit Wehentätigkeit, wenn er dazu bereit ist. Und es macht einen großen Unterschied, ob das Bindegewebe bereit ist, sich zu öffnen, weich zu werden, Platz zu lassen für das Kind oder ob es eben noch in der Haltefunktion verankert ist, in der es die letzten 10 Monate war. Die einzelnen Phasen der Geburt dauern unterschiedlich lang. Und natürlich ist es auch sehr unterschiedlich von Frau zu Frau individuell. Und es gab ein Zeitraster, das wurde in den 60er Jahren erfunden, sage ich mal, anhand eines einzelnen Arztes, der bei einigen Frauen gemessen hat, wie lange die Phasen dauern. Und diese Phasen wurden allen Frauen übergestülpt. Inzwischen in der neuen Leitlinie zur Geburtsbetreuung ist das auch aufgeweicht worden, aber in den Kliniken häufig noch nicht angekommen. Nämlich, dass Geburtsphasen so lange dauern, wie sie dauern. Es ist abhängig ist von Wehenintensität, von Entspannungszustand der Frau, von Pausenmöglichkeiten, die die Frau auch hat, wie effektiv Geburtswehen wirken können und wie schnell eine Geburt fortschreitet. Und es ist so, dass in den Kliniken da häufiger schneller agiert wird. Und wenn dann nicht der erwartete Erfolg da ist, dann eben mit Wehenmitteln zu arbeiten. Und Wehenmittel haben immer Nebenwirkungen auf das Kind. Sie stressen das Kind, sie sorgen dafür, dass das Kind mit den Wehen nicht mehr so gut zurechtkommt, wie wenn es eben in dem eigenen Tempo mit langen Pausen die Geburt hätte vorantreiben können. Dadurch, dass wir keine Wehenmittel nutzen, haben wir also wirklich einen großen Schutzfaktor vor kindlichem Stress und daher auch einen Schutzfaktor vor sogenannten sekundären Sektionen, also Kaiserschnitte, die im Laufe der Geburt notwendig werden, weil das Kind Stresszeichen aussendet. Gleichzeitig gibt es im Geburtshaus keine starken Schmerzmittel wie Opiate und es gibt auch keine PDA, die der Frau das Körpergefühl ganz wegnimmt. So dass die Frau jederzeit merkt, welche Haltung ihr gut tut, was entlastet, was eher anregend ist. Und dadurch, dass sie sich so gut bewegen kann, den Geburtsfortschritt
weiterhilft. Zusätzlich haben wir als Schutzfaktor die 1:1-Betreuung. Das heißt, jede Frau hat die ganze Geburt durch mindestens eine Hebamme, am Ende der Geburt sogar zwei Hebammen an ihrer Seite, die ihr helfen, mit diesem ganzen Geburtsfortschritt umzugehen, die sie animieren, sich zu bewegen, richtig zu atmen, in die Entspannung zu kommen und verschiedene Dinge anbietet, um mit den Wehenschmerzen besser zurechtzukommen. Das ist natürlich anders, als wenn ich in der Klinik als Hebamme arbeite und zwei, drei oder vier Frauen betreuen muss. Dann kann ich immer nur eine gewisse Zeit bei einer Frau bleiben und muss dann zur nächsten, die auch Betreuung benötigt. Und das kann natürlich nicht denselben Effekt haben wie die permanente beruhigende Anwesenheit einer Hebamme. Zusätzlich wird bei uns die Gebärbadewanne wesentlich häufiger benutzt als in Krankenhäusern. Die Gebärbadewanne verlangt, dass eine Betreuungsperson mit im Raum ist, der Partner, besser noch die Hebamme. Und das ist auch im Krankenhaus häufig eben nicht gegeben, dass da jemand noch abgestellt werden kann, um einfach nur dabei zu sein, wie eine Frau badet. Wir sind aber ja da und wir nehmen uns Zeit für euch. Und insofern dürft ihr jederzeit und so lange, wie ihr möchtet und immer wieder im Verlauf der Geburt in die Badewanne einsteigen. Die Badewanne nimmt sofort die Schwerkraft zum Großteil weg. Sie wärmt, sie lockert das Gewebe. Sie ermöglicht es den Frauen viel besser zu entspannen unter den Wehen und ist auch wirklich als effektives Schmerzmittel zu sehen. Gleichzeitig kann die Frau sich ganz in die vertraute Betreuung der Hebamme begeben. Sie kennt sie ja schon von der Betreuung in der Schwangerschaft. Sie hat in den Geburtsvorbereitungskursen gelernt, was sie machen kann, um in einen Entspannungszustand zu geraten, der eine leichtere Geburt ermöglicht, sodass die Geburten hier von außen völlig unbeeinflusst ablaufen können. Das geht nicht bei allen Frauen. Auch wir stoßen an Hindernisse und kommen in Situationen, wo es für die Frau sinnvoll ist, einen Wehentropf zu bekommen oder doch eine PDA, um die Entspannung zu verbessern oder einer Frau einen Erschöpfungsschlaf zu ermöglichen. In diesen Fällen verlegen wir natürlich in die Klinik und wir verlegen etwa 30% aller Frauen. Und das ist jetzt betrachtet ungefähr das, der Prozentzahl der Frauen, die im Krankenhaus einen Kaiserschnitt bekommen hätten. Von den Frauen, die wir in die Klinik verlegen, bekommen aber wiederum nur 30% einen Kaiserschnitt. Das heißt, insgesamt haben wir eine Kaiserschnittrate von 10% der Frauen, die wir hier betreuen. Und darüber sind wir sehr froh, denn das ist genau das, was die WHO sagt. In diesen Fällen gibt es vermutlich keine sicherere Lösung als eine Kaiserschnittgeburt oder eine Bauchgeburt, wie man auch schöner sagen kann. Und da sind wir sehr froh drum, dass wir uns in diesem Rahmen bewegen, dass wir den Frauen das ermöglichen können, so sicher wie möglich zu gebären, ohne Interventionen, aber auch mit der ganzen Krankenhaussicherheit, die es ja Gott sei Dank hier gibt und der Möglichkeit, die Geburten, die eben doch nicht so einfach laufen, dann operativ beendigen zu können. Wenn ihr noch mehr über das Geburtshaus erfahren wollt, schaut einfach in die anderen Folgen rein. Unterstützt uns gerne mit einem Daumen hoch und einem Abonnement. Darüber freuen wir uns sehr.